Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, 1:1. Trotz ungesunden Wetters fand heute in Hamburg das mit Spannung erwartete Spiel des zum Teil durch Grippe geschwächten HSV gegen den Favoriten Borussia Mönchengladbach statt. Dem Tempo nach, das die Hamburger vorlegten, scheint Fußball ein gutes Mittel gegen Grippe zu sein. Der HSV im roten Trikot ist im Angriff und spielt entgegen allen Ermahnungen des Vereinsarztes ohne Halswickel. Zacik kriegt den Ball und setzt zum Sturm auf die Latte an. Daneben. Nach der Halbzeitpause versucht Kulik vor 50.000 begeisterten Zuschauern dasselbe noch einmal von der anderen Seite. Doch wieder erweist sich das gegnerische Fußballtor als zu klein. Sie werden es gleich sehen. Als die Hamburger für kurze Zeit das Tor freimachten, bestand keine Ansteckungsgefahr mehr. Und Jensen konnte in der 55. Minute das 1:0 für Gladbach schießen. Jubel im Lager der Borussen. Dieser Spielstand lässt den HSV nicht ruhen und wie einen Virus schmettert Nokli den Ball zum 1:1 in das gegnerische Tor in der 66. Minute. Spielstand also 1:1. So blieb es bis zum Schluss. Wir freuen uns für beide Mannschaften.